Fragen an Johanna von Caviar Gauche. Ihr wart vor 3 oder 4 Saisons in Paris, seid dann wieder zurück nach Berlin, jetzt wieder in Paris. Warum? Letztendlich war uns vielleicht schon klar, als wir das letzte Mal hier in Paris waren, dass wir auch wieder in Paris zeigen würden. Aber dadurch, dass es halt eine Entwicklung in Berlin gab, dass es halt doch so ein bisschen internationaler aufgestellt werden sollte, es gab halt Bewegungen, so sei es, dass Style.com irgendwie darüber berichtet, ich glaube, Vogue Italia war auch da, haben wir, okay, vielleicht funktioniert das ja doch, weil für uns ist es natürlich letztendlich sehr viel einfacher, wenn wir dann doch einfach in Berlin zeigen können und die Welt zu uns kommt. Aber das hat sich anscheinend nicht so richtig durchsetzen können und infolgedessen mussten wir uns dann halt doch wieder nach Paris bewegen. Das heißt, ihr bleibt jetzt auch erstmal da? So ist der Plan, ja. Jetzt habt ihr ja genau im Endeffekt diese Überlegung auch ein bisschen zur Idee dieser Kollektion gemacht. La Berlinoise, die Berlinerin und La Parisienne. Kannst du kurz mal 2, 3 Worte erklären, wie ihr vorgegangen seid? Wir haben uns eigentlich damals natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir sowieso sehr frankophil sind, haben uns überlegt, was ist tatsächlich so typisch, was ist typisch Berlin, was ist typisch Paris, und haben eigentlich so die Street Styles uns mal angeguckt und festgestellt, sind eigentlich 2 verschiedene Planeten. Aber nichtsdestotrotz, das ist so dieses, gerade diesen Cool Edge lieben natürlich alle an Berlin, und wir haben gesagt, wir nehmen einfach die Besten aus diesen 2 Planeten und versuchen daraus einfach eine Kollektion mit dem, eigentlich auf diesem Kontrast zu bauen. Und haben sehr stark die Details, für die für Berlin steht, das heißt irgendwie so Casual Pullis, irgendwie Parkas, Bomber Jackets, Mesh etc. Haben wir übernommen wieder mit diesen typischen französischen Details, so also wie Plissé, Spitze etc. zusammengebracht. Und das Ganze dann sehr fließende Silhouetten übersetzt, aber doch immer gerne nochmal kombiniert mit was Schmalem drunter letztendlich. Wenn ich jetzt so über die Kollektion gucke, finde ich sie sehr pariserisch, weil sie ist sehr feminin, sie ist sehr leicht, sie ist sehr zart. Und ihr seid sehr, sehr, übrigens auch in den Trends, die hier gezeigt werden, allgemein in Paris. Ist das jetzt wirklich so, ich meine, ihr wart schon immer schon sehr viel weiter als die anderen Berliner Labels, ist ja richtig, jetzt der richtige Schritt jetzt in die große Internationalität jetzt? Weiß man natürlich nicht, hoffen wir. Ist die Intention auf jeden Fall gewesen. Wir haben natürlich Glück gehabt, dann, wenn wir da jetzt thematisch sehr richtig liegen. Es ist natürlich das Ziel letztendlich, einfach zu sagen, okay, glücklicherweise sind es halt auch, es sind Shops, die einfach sagen, okay, das ist mir egal, ob es jetzt irgendwie eine alt eingebrachte Marke ist oder ich möchte lieber das frische Neue haben. Also das ist, da gibt es halt irgendwie gerade die Sehnsucht immer nach dem Neuen eher haben, vielleicht nicht nach den alt eingebrachten Marken, und das ist unser Glück. Also es gibt einige, die freuen sich eher darüber, immer was Neues zu nehmen, und die anderen kaufen dann lieber die alten Marken.